Das erste Finale der Saison 2019 auf der Technica Beach Tour bei den Frauen auf dem Schlossplatz in Münster. Und Julia Sude und Carla Borger sind natürlich die Favoritinnen in diesem Finale. Das Nationalteam, die Herausforderinnen hier in den lila Trikots. Stefanie Hüttermann läuft hier gerade rein. Ihre Partnerin Anna Hoja ist schon auf dem Feld. Natürlich der Underdog. Das ist die Nummer 1 der Setzliste. Das Nationalteam in Blau gegen die Nummer 7 der Setzliste in lila. Und genau so ist dieses Spiel dann auch letztlich losgegangen. Nämlich mit klaren Vorteilen für Carla Borger und für Julia Sude. Viel, viel Aufschlagdruck von den beiden. Und sie waren dann auch sehr, sehr präsent am Netz, haben viel abgewehrt und dann vor allen Dingen sehr, sehr sauber aufgebaut. Und wenn sie dann ihre Punktchance hatten, dann haben sie die auch genutzt und sie bauten diese Führung dann auch kontinuierlich immer weiter aus. Und die maximale Angriffssprunghöhe von Carla Borger lässt sich wirklich sehen. 52 cm reine Sprunghöhe, das ist im tiefen Sand von Münster schon mal wirklich eine Ansage. Und ich habe es ja gesagt, der Vorsprung wurde immer größer. Ab und an zeigten Anna Hoja und Stefanie Hüttermann, warum sie ins Finale hier eingezogen sind. Ist ein Team, das regelmäßig so unter den Top 10 in Deutschland unterwegs ist. Aber der Anspruch von Carla Borger und Julia Sude ist ja der, nicht nur ein Top 10 Team in Deutschland zu sein, sondern ein Top 10 Team mindestens mal in der Welt. Und das zeigten sie auch immer wieder schnell unterwegs, auch in der Abwehr. Und dann gab es ab und an wirklich spektakuläre Ballwechsel, wie auch diesen hier. Und dann haben alle vier da wirklich ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Unser eins würde schon schwer nach Luft ringen, nachdem man so viele Meter im Sand hinter sich gelegt hat im Sprinttempo. Dann gab es reichlich Satzbälle für die beiden Favoritinnen. Und der war es dann auch. Den ersten Satz holten sich Carla Borger und Julia Sude mit 21:16 vor wirklich begeisterten Zuschauern hier auf dem Center Court auf dem Münsteraner Schlossplatz. Zu Beginn von Satz Nummer 2 ging es punktemäßig ein bisschen ausgeglichener zur Sache, aber das änderte sich dann relativ schnell, als nämlich Carla Borger und Julia Sude wieder so ein bisschen aufgedreht hatten und vor allen Dingen mit ihren eigenen Aufschlägen viel Druck machten. Was beeindruckend war, war die Präzision in den zweiten Bällen, also in dem Pass, der dann zum Angriff führen sollte, das tat er wirklich sehr, sehr gut und so setzten sie sich dann immer weiter ab. Viertes Ass von Carla Borger allein und auch Julia Sude hat da reichlich gute Aufschläge gezeigt und so haben wir dann Matchbälle und zwar insgesamt 9 Stück für Carla Borger und für Julia Sude und der war es dann auch schon. 21:16, das ist ein klarer Erfolg im ersten Satz gewesen, 21:11, das ist ein noch klarerer Erfolg in Satz Nummer 2 und alles in allem ist das ein standesgemäßer Erfolg für das Nationalteam gegen Anna Hoja und Stefanie Hüttermann. Also, Tourauftakt in Münster und Sieg für das Duo Julia Sude, Carla Borger. Und die bedanken sich hier beim Publikum, bevor es wieder rausgeht, auf die internationale Bühne für das Nationalteam. Vorher wird der Pokal nochmal nach oben gereckt und der Turniersieg gefeiert. Dazu gibt es noch den schnellsten Aufschlag. Den hat auch Carla Borger geschlagen im Finale. 94,5 Kilometer pro Stunde schnell.